herzlich willkommen zurück zum neuen Part von Let's Play. Oh, Super. Mario Party Superstar, wie immer Super Mario Party sagen. Sorry for this. I'm sorry for the mess here. So. Wir sind noch mittendrin in der, in dem schönen Spielbrett. Und ich bin halb am Verzweifeln. Irgendwie alles unfair ist, aber das ist eh ein Dauerzustand in Mario Party, das ist wirklich immer so. So, ein bisschen Stern, dann hätte es wenigstens Glücksfeld sein können. Nee, das gibt's ja nicht, ey. Okay, jetzt ist das hier am Zug, schauen wir mal, wie es da wird. So, Mikrofon ist hoffentlich jetzt gut eingepegelt, wie gesagt, das ist halt immer so, wenn man ein neues Mikro bekommt. Man muss halt erstmal schauen, dass das Ganze klappt. Ach nee, jetzt holt's aus den nächsten Stern und die... Alle versendet wieder und dann sitzt wieder irgendwo und da stehen ist wieder ganz woanders und ich komme da nicht hin. Also ich sehe mich nicht in 15 Runden, dass ich gar keinen einzigen Stern erwissen. Prediction von mir. Ich schaff's aber nicht, auch nur einen Stern zu erwissen. Kritische Geschichte. Naja. Doch. Komm mal dafür. Also ich habe so eine gewisse Art von Schadensfreude. Wollte ich einfach mal so für mich zu 30 behaupten. Ich kann es nur so auf die Assi-Art so. Und das hier, ich fühle schon, dass Yoshi jetzt ein bisschen leiden muss. Hat damals keine Münzen mehr. Hahaha. Karma nennt man das. Was Karma ist, ihr wisst es. So. Och, Steve, was soll ich bei meinem Pass noch genau im Schussfeld, ne? Gott sei Dank. Aber wir sehen wenigstens, dass da jetzt was Kritisches ist passiert. Da gab es immer so einen riesen so Strahl durch. Das ist Kritis. Muss man gut aufpassen. So, Pete tut ihren Pete-Würfel. Und zwar gegen Luigi verwenden. Ach, das ist mühsam. Der lacht immer so, ich hab dich gerade vergiftet. Das ist ganz lustig. Das hat dich vergiftet. Ist doch krank. So, da kann man laden. Beim Laden bin ich auch noch nicht vorbeigekommen. Das gibt's ja nicht, ey. Was gibt es? Und noch ein Passwürfel. Ach, Passwürfel. Ich hab Pizzwürfel gelesen. Okay, here we go. Dung dung. Das nächste Minispiel steht an. Spaß. Two vs. Two Minispiel. Okay. Hockey-Duell. Jawohl, das bekommen wir hin. Ah! Okay, das ist witzig. Das ist quasi wie Fußball, Tischkicker, nur witziger. Allerdings haben wir verkacken Inhalt. Nicht witzig. Pete! Was machst denn du? Okay, Leute. Ich bin da mal weg, ne? Mal schön. Gern mal kurz. War lange da, aber jetzt weg für immer. Mario Time! Oh, ich bin dran. Ich hab keine Lust. Alles so unfair. So unfair. Ja, bekommst du jetzt auch nur 5, was eigentlich jetzt im Stern irgendwie 15 gebraucht. Es ist, muss was leisten. Aber immer ein Itemfeld. Jawohl, Hoffnung, Glück naht. Ich hoffe auf die drei Würfel. Jawohl!
Es ist es. Jawoll. Jetzt habe ich alles auch mal Glück. Wir müssen mal anfangen, meine Elternbeteiligung einzusetzen. Damit könnte ich mich theoretisch der erste Sternfläche aus nächste Runde ergattern. Aber mal sehen. Lustig, dass ich gar nicht sehen kann, was es da so zu kaufen gibt. Und Yoshi hat auch einen Passwürfel. Den ich aber jetzt einfach immer Peace-Würfel nennen sollte erhalten. So, jetzt ist Luigi dran. Schauen wir doch mal. Und da. Er lacht aus, also. Hab mein Bruder dran bekommen. Ich sag ja, ne? Ich hab da keine Geschwister, aber ich glaube, das bestätigt schon wieder so meine Vermutung. Geschwistersaft ist Feindsaft. Ob's ist, I don't know. Ja, was denkst du bitte, sei das für ein. Ha. Da sag ich mal Hurra, weil Luigi gleich das Kamera bekommen hat. Das hat sie gut gemacht, Pils. So, und halt ist so das nächste Mini-Mini-Mini-Spiel. Das hat das Vier-Spieler-Mini-Spiel, und zwar Panzerschlacht. Oh jawoll, man kann sich gegenseitig mit Panzern besießen. Okay, das ist lustig. Ich werde jetzt auch wieder komplett verkacken dann am Ende, aber. Ich finde es ja wirklich cool und darum geht es eigentlich auch nicht im Game, dass die einfach Minispiele aus den ganzen Klassikern haben. Die haben die halt einfach noch ein paar Spielbretter gepackt, so. Das ist das Lustige daran. Es sollte richtig einfach so gewinnen, weil alle anderen einfach überhaupt nicht hinschauen. Und hat mich immer noch nicht visiert. Das ist. Wissen wir das? Also, manche Minispiele sind S-Kacke. Und andere sind so dermaßen einfach, wo du nur so denkst. Okay, lol, WTF. Also, das ist halt echt so. Das ist so strange manchmal. Aber okay. So ist es, ne? So, jetzt bin ich wieder dran. Eieiei. So, Pestwürfel. Immerhin kann ich Reinfelder gehen. Herzlich mal laufen können. So, ich wollte jetzt kein Item einsetzen, eben weil es ein Perspürfel Esen hatte. Man weiß mir weit, dass das Item beeinflusst hätte. Nehme ich dann im nächsten Part. Ja, ich soll da gehen. Oh, es ist irgendwie besser. Auf 15 Münzen, alter Kerl. Ah, komm, das gönne ich jetzt mal an Yoshi. So, Luigi Time. Okay. Ha, da kann nämlich nur eingehen. War lustig, mal so Minusfelder gehen, woraufhin wird dann einfach 1, 2, 3 Felder zurück muss. So, das wäre schon witzig gewesen. Aber Pizza auch nur 1 Karma. Okay, da nicht Karma. Karma für mich, weil ich gesagt habe Karma. Jetzt seid ihr also alle Münzen. Okay, so kann's gehen. So, 1, 2, 3. Irgendwie wird immer Pizza ausgewählt. Das finde ich sehr witzig. Felskoller. Ah, easy. Man muss einfach den Felsen ausweisen. Komm, es hin. Eigentlich ist auch voll krass, dass sie einfach Felsen auf uns wirft, ne? Digga, der eine hat doch den Uiz nicht immer überrollt. So, und wir haben es leider alle geschafft, ne? So, allen Ratz. Okay, es war gegen Pizza jetzt hinten und Wein zu gehört, ist das auch. So, ich bin immer noch Vierter, weil ich halt keinen Stern habe. Ah! Der Stern wäre das Erste. Aber sehen, wie es noch wird. Wir haben noch ein bisschen Zeit, ne?
Ah, stopp, ich wollte ein Item verwenden. Also erstmal anschauen. Oh Gott, ich bin da. Sternes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Laufe gewünschte Felder an Star plus 5. Die Summe der drei gewürfelten Zahlen zusammen. Das wird gerade höher, dass es 9 bekommen. Bitte. Das ist keine 9 ergeben. Oh Gott sei Dank, es hatte so Glück, ey. So ein Ratz. Ah, hier nehmen wir 3 Münzen, das ist in Ordnung. So, endlos. Finally, mein erster Stern. So muss das. Erster Stern ist erster Stern. Aber ja. Das ist es. Stern erhalten. Jawoll. Wo geht's das nächstes hin? Let's find it out. Da nach hinten. Okay. I see. Erst da am nächsten Stern dran. Hättest du dran mehr gehabt, hätte ich mich gar nicht an Seiten absahen können. Ey, das gibt's ja nicht. Cool. Ich glaube, nee, also ich nehme tatsächlich keiner dran. Oh. Ich nehme sowas und alles zurück. Zwei Felder mehr gehabt, hätte ich mir einen zweiten holen können. Ah! Das ist alles so unfair. Alles so unfair. Aber okay. Oh, natürlich gehe ich jetzt ganz anders hin. Aber nach meiner Richtung, glaube ich. Ich noch in Ordnung aus dem Zimmer kommen können. Das hättest du halt garantiert beim nächsten Mal bekommen, jetzt vielleicht erstmal übernächstes Mal, wenn ich keinen anderen in der Form bekomme, dann die anderen. Wirklich geografisch ist jetzt nicht unbedingt so sehr in der Nähe. Was gut ist. Kann man es eigentlich irgendwie bis neu legen? Ich glaube nicht, ne? Wenn ich die ganze Zeit A drück. Geht nicht. Also immer tut es hier nur ihn eskalieren. Das ist es. So. Gut, Mist trifft es auch nicht. Besser ist es. Bundesminispiel, Münzen mal 2. Ach du Heilige. Ha, 1 vs 3, ja, weil das packen war. Easy. Gott, Requisiten raten. Hä? Ah, die sagt jetzt einen, wenn man da dahinter steht. Alles hat 100% Glücksbilder, das kann man halt null beeinflussen. Die hat jetzt gerade in der Vorschau Baum gezeigt. Deswegen geht es einfach zu Baum, weil die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass sie das jetzt auswählt. Oh, Digga, da gibt es mehrere Runden. Ich hab nichts gewählt. Weißt du, ich bin gleich raus, oder wie? Bin doch so dumm. Yoshi, bitte gewinn das für uns. Tut mir den Gefallen. Bitte. Boah. Sind ausgerettet. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Jetzt bin ich mal erst froh auf diese Multiplayer-Zeugs. Das finde ich. Oh.
Ja, Sinja, du bist ein Pro. Das sind Mario, das sind Bros. Das ist einfach Fakt. Weit muss man aus Galaxy. Oh mein Gott, Galaxy, das. Ich bin so hart, wenn ich Galaxy in das Spiel. So, sagen wir doch mal, der Block meinte, wer jetzt irgendwie random gewinnen wird. Luigi, okay. Sehr interessant. Der kommt also als Bonus 20 Münzen. Okay, jetzt gibt's wieder Ellero plus 6, wieder 6. Okay, was auf Eishall. Okay. Okay. I get it. So, erstmal ein bisschen Spielbrett anzahlen. 20 bis zum Stern. Eieiei. Das schnappt mir so schnell. Wurst ist dem trotzdem, ist aber ein Pilz. So komme ich dir nämlich gut näher. Oh, und das öffnen wir jetzt einfach mal. Wenn ich Essen hier bin. Aber es dauert halt länger bis zum Stern. Eigentlich ist es aber dumm, dass ich es geöffnet habe. Hä? Ach so. Ich war gerade mies verwirrt. Ein Glücksfeld. Komm, nächstes dann kostet die Hälfte. Ja, weil. Das ist doch eine wilde Geschichte. Wenn es noch so einen Stern kommt, na gut, haben wir noch ein paar Runden Zeit. So, Yoshi würfelt 4, 8, 10, 10. Das ist eine Menge. Und das war halt einfach dumm von ihm. Wieso hat Yoshi das gemacht? Der wollte doch förmlich, dass das losgeht. Er hat das extra gemacht, habt ihr gesehen, ja? Da ist der extra nochmal noch ein weiteres Wald draufgegangen. Ich hätte es doch gerade extra gemacht, weil keiner draufsteht. Das wäre sogar sozial intelligent. Als ob Computerspieler so intelligent sind. Ich weiß ja nicht, es würde mich ein bisschen irritieren, ehrlich gesagt. Aber mal sehen, ne? Mal sehen. 15, boah, das ist viel. So. Boah. 5 Münzen einzahlen. Das sind viele. Ich hoffe, dass ich da random drauf lande und noch alle Münzen bekomme. Wer ist denn wild? Ja, here we go. So sieht's aus, ne? 4. Glücksfeld. Auch okay. Wenn irgendeine Rasse bekommen, eigentlich sind die komplett useless, ehrlich gesagt. Manchmal helfen die Wasser mal da wirklich gut Swordkarten, keine, aber. Ich konnte nicht wirklich gut das Swordkarten. Vielleicht lag es auch an mir. So. Bum, bum, Bowser. Bum, bum. Okay, das ist doch komplett zufällig. Wenn es explodiert, dann hat man halt verkackt, so. Hab ich das immer Glück, so als Erster. Also eigentlich werde ich halt auf 15 irgendwie random aushalten. Ach, es kommt auf den Hebel drauf an. I get it. A
Aber theoretisch erst dann wieder, weil er bei mir irgendwie auch nicht. Wenn man etwas was theoretisch auswählen könnte. Ja, so macht einen grün. Nein! Mach doch grün! Ja, toll. Komm, sag grün, was dann war das der Falsche? Ja, komm. Das ist ein reines Glücksspiel einfach. Sag ja manchmal, ich will immer das Glück mit Glücksspiel, aber ist auch wow, lustig dran, ne? Das ist irgendwie irgendwo ja auch das Lustige dran, ne? So, erster, zweiter, dritter, vierter, jawoll. Ich bin auf das hier gerade mit zweiten. Es läuft, 4 Runden noch übrig und da geht's im nächsten Part weiter. Danke fürs Zusehen, macht's gut. Bis dahin. Und ciao.